Wir befinden uns im Jahr 1857. In London ist eine dunkle und kalte Nacht und nur ganz vereinzelt leuchten da ein paar Straßenlaternen und die Nebelschwaden ziehen durch die Straßen. Aber hinter einer dicken Hausmauer herrscht helle Aufruhr und plötzlich durchdringt ein Schrei die Stille der Nacht und unser kleiner Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell erblickt das Licht der Welt, kurz BP genannt. Und vor ihm liegt ein ganz besonders abenteuerreiches und spannendes Leben. BP tritt nämlich auch in große Fußstapfen. Seine Vorfahren waren nicht einfach nur Lehrer oder Doktoren, die ganz langweilig den ganzen Tag in ihrem Stuhl saßen, sondern seine Vorfahren waren richtige Abenteurer und Kapitäne und Seefahrer, die über die Weltmeere gesegelt sind und die Steppen Amerikas erkundet haben und sogar gegen richtige Indianer gekämpft haben und nur haarscharf entkommen sind. Und genau dieselbe Abenteuerlust und Neugier, die steckt natürlich auch in unserem kleinen BP. Und der wollte schon immer raus und Neues entdecken und je gefährlicher und je mehr Nervenkitzel, desto besser für ihn. Und sein Großvater hat den BP ganz besonders ins Herz geschlossen. Und als er auch sieht, boah, der BP, der will immer raus, der will immer Neues entdecken, hat er zu ihm gesagt, komm BP, ich zeig dir jetzt mal einen ganz besonderen Platz in London. Weil London besteht nicht nur aus großen Häusern, sondern in London gibt es einen richtigen Dschungel, eine kleine Wildnis. Und also machen sie sich auf und BP entdeckt zum ersten Mal in seinem Leben den Hyde Park und taucht in eine ganz neue Welt ab. Im Hyde Park gibt es unglaublich viele Wälder und Büsche und Tiere, Schafe und Kühe und Enten. Und der kleine BP, der kriecht da den ganzen Tag rum und versteckt sich hinter Bäumen und sucht die ganzen Tierspuren und verfolgt die Tiere nach. Und er beobachtet die Tiere nicht nur, sondern er studiert sie richtig. Und er schaut, wie bewegen sich die Tiere, was essen die Tiere und wie verhalten sich die Tiere. Und er prägt sich das alles ganz besonders gut ein. Und der BP, der hat nicht nur das Talent, dass er gut beobachten kann, sondern er kann auch besonders gut zeichnen. Und deshalb zeichnet er immer nach seinen Streifzügen, was er gesehen hat. Also die Landschaften und die Häuser und die Tiere, die zeichnet er danach immer auf, damit er sich das noch besser merken kann. Und eines Tages hat BP aber gedacht, jetzt kenne ich den ganzen Park und ich kenne jede Ecke in- und auswendig, ich kenne die ganzen Tiere, ich kenne jeden Baum, ich will was Neues entdecken und dieser Park, der reicht mir nicht mehr. Also macht er sich auf und entdeckt London auf eigene Faust. Und was er dann entdeckt, ist eine ganz besonders schreckenhafte Entdeckung für ihn. Denn er landet in den Londoner Slums. Und in den Slums, da wohnen die ärmsten Menschen der Bevölkerung. Die haben kaum was zum Essen, die haben nichts zum Anziehen, die waren dreckig und saßen da in der Gosse rum und haben gebettelt für Essen, weil die sich einfach nichts leisten konnten. Die hatten gar kein Geld und die waren krank, aber die konnten nicht zum Arzt, weil sie sich das auch nicht leisten konnten. Und der BP, der wusste gar nicht, dass es Menschen gibt, die so arm sind, weil er selber ist in einer sehr reichen Familie aufgewachsen. Und das hat ihn so erschrocken, dass er sich vorgenommen hat, wenn ich einmal groß bin, dann werde ich das ändern und dann muss niemand mehr in so einer Armut leben. Das hat er natürlich nicht ganz geschafft, aber er hat sehr viel dazu beigetragen. Und schließlich wurde BP immer größer und immer älter und seine Eltern haben dann irgendwann gesagt, es geht so nicht weiter, du kannst nicht den ganzen Tag nur im Wald rumrennen und Tiere beobachten oder dich in der Stadt rumtreiben. Du musst jetzt richtig lesen lernen und rechnen lernen und schreiben lernen, damit aus dir mal was richtig Gutes wird, so wie aus deinem Papa, weil der war ja auch Professor an der Universität. Und das wollten die Eltern auch für ihren Sohn. Aber BP, der wurde dann zu seinen Verwandten geschickt, um dort unterrichtet zu werden. Der hatte natürlich nicht so viel Freude daran, den ganzen Tag auf einem Stuhl zu sitzen und zu lesen. Und er wollte viel lieber in die Natur raus und draußen spielen. Und er ist dann jeden Tag in seiner Freizeit rausgegangen in den Wald und hat natürlich die neuen Landschaften erkundet. Und er ist immer weiter raus und hat immer Neues entdeckt. Er ist nie da geblieben, wo er schon war und wo er schon kannte. Und seine Verwandten hatten sogar Angst, dass er irgendwann nicht mehr zurückkommen würde, weil er immer irgendwo war, wo er sich eigentlich null auskannte. Aber BP, der hatte einen richtig guten Orientierungssinn und er hatte den Kompass dabei und er hat sich Karten selber gezeichnet
von den Landschaften, in denen er war, und deshalb hat er immer seinen Weg zurückgefunden. Einmal zum Beispiel hat er sich seine Geschwister geschnappt und dann hat er gedacht, komm, wir fahren jetzt mal den Fluss runter mit unserem kleinen Floß. Und dann sind sie den ganzen Tag gepaddelt, bis sie irgendwann so müde waren, dass sie anhalten mussten. Und auch da kamen BPs Talente zum Einsatz und er konnte ja die Fußspuren von den Tieren lesen. Und dann haben sie Kaninchen jagen können und über dem Lagerfeuer schön braten. Und dann konnten sie abends todmüde und richtig satt ins Bett fallen. Und früh am nächsten Morgen ging es dann immer weiter und das haben sie tagelang gemacht. Aber irgendwann hat dem BP das nicht mehr gereicht und er wollte noch größeres Abenteuer leben. Und er wollte nicht nur auf dem kleinen Fluss bleiben mit dem kleinen Floß, sondern er wollte ein größeres Schiff haben, damit er auch an der Küste langfahren kann. Also hat er sich einen richtigen Fischkutter geholt, damit er auch an der Küste Englands langfahren kann. Aber BP, der brauchte ja immer mehr und immer größeres und er wollte immer weiter hinaus und deshalb war ihm irgendwann der Fischkutter auch zu klein und er wollte ein noch größeres Schiff haben. Also hat er sich so eine richtige Yacht gekauft, damit er wirklich richtige Reisen unternehmen kann auf dem Ozean und auch an Wettrennen teilnehmen kann. Er hat nie gewonnen, aber davon hat sich unser kleiner BP nicht unterbringen lassen, denn was er sich in den Kopf gesetzt hat, das hat er wirklich durchgezogen. Und was er auch als kleines Kind gelernt hat, dass er so Fußspuren lesen konnte, dass er sich im Wald und mit den Tieren auskannte, das war ihm super hilfreich für den Rest seines Lebens.